Hallo Welt, da sind wir wieder auf geheimer Mission. Ja, wir haben hier von Johnny Bolton, haben wir Peachy abgeholt. Den bringen wir jetzt. I'll ask you that. You never see them burying them. It's like some big secret. Den bringen wir jetzt zurück zum Avon Museum. Oh Mann, was hat Arthur gelitten, um den Teddy zu bekommen? Was hat er da alles durchgemacht und sich verprügeln lassen und alles? Ja, war doch gar nicht so viel. Das ging doch ziemlich reibungslos, oder? Naja, aber er musste schon doch. Das war nicht so einfach, glaube ich. Er musste schon irgendwie in das Museum und den holen. Und ich glaube, hiermit hatte das auch noch irgendwie was zu tun. Er musste sich sogar unter Drogen setzen. Damit er hier so reinkommt, meine ich. Aber da habe ich jetzt gerade was gesehen. Dass hier von außen so ein Geländer ist. Das habe ich gar nicht gesehen, dass man hier oben lang kann. Ja, aber wahrscheinlich kommt man nur vom Inneren des Hauses da raus. Da hätten wir mit Arthur wahrscheinlich, oder? Können wir hier über die Mauer? Nee. Das möchte ich jetzt ja schon gerne wissen. Ach, Sally. Sally hat es doch faustdick hinter den Ohren. Was meint ihr? Wir gucken mal eben, oder? Ob wir da reinkommen. Oh, sie hat gar keinen Pilz dabei. Ja, toll, dann. Dann hat sich das erledigt. Okay, dann ist es mir auch viel lieber, dass wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. So. Ja, ich meine, er musste für den Teddy auch hier drin irgendwie was erledigen noch. Oder das war was anderes. Für den Baumhaustypen haben wir auf jeden Fall einiges gemacht. Er hat uns so ein bisschen hin und her geschickt. Haben wir was zu trinken dabei? Ja genau, wir wollten doch unsere Feldflaschen hier auch mal auffüllen mit sauberem Wasser. Natürlich auch verschmutztes Wasser wollte ich auch noch gucken, wo es das gibt. Merkwürdige Geräusche hier, oder? Na, das ist das Meer. Hallo. Eunice. Oh, did you get our dolly? I did. And I don't think you'll have any more trouble with Johnny Bolton. Oh, that's wonderful. Do you want to stay for our show?
We'll be able to start it in a few moments, thanks to you. When did my squirrel come home? Just now. Don't disturb me. Was ist oben? All these things. Was ist denn hier passiert? Das war doch... Das war doch irgendwie ein bisschen anders. Ist denn das so, wie das ist? Alles so kaputt jetzt? Hat Arthur hier irgendwie was kaputt? Oh. Kaputt gemacht? Bums Fidel. Boxschuhe haben sie jetzt hier reingelegt. Don't worry, we'll find you and we'll fix. Don't get too close to him. Leave my friend. I see you. John. Supper's over. Raufbold. Ich wollte das, eigentlich wollte ich das sehen hier mit der Puppe. Jetzt haben wir uns um die Vorstellung gebracht. Ja, aber dafür haben wir die Boxschuhe. Not as invisible as you thought, are you? Wir waren so schnell, die haben uns nicht einmal getroffen. Das muss aber ärgerlich gewesen sein für die da. Und Sally ist schon weg. Ich meine, für die Vorstellung müssten wir sowieso unser Baby mitnehmen. Do you think she picked that fight on purpose? So I wouldn't eat the soup? Ah, das ging ja gut. Garten der irdischen Wonnen? Der Bahnhof. Ich möchte einmal neugierig sein, kurz. Where are the Americans? Where are the Russians? None. Wow, was ist denn jetzt los? Können wir uns hier irgendwo verstecken? Vielleicht in dem Haus? Ach, wir haben keine Dietriche mehr.
Ach so, wir sind im Kampf und dann... Ah. Dann geht das natürlich nicht. Das ist aber auffällig hier. Hey, you don't live here. Don't think I won't sniff you out. Alles schön mit Kerzen hier aufgestellt. Labyrinth. Open up the bloody hell. Wow. You can't kill all of us. Ich dachte, der ist nur so ein bisschen elektrogeschockt. Ein wenig, dachte ich. Wow. Und vielleicht hat er ein schwaches Herz. K.O.-Spritzen! Ja, endlich! Wie schön! Der war mir viel zu traurig. Drei Tote. Ausschnitt aus dem Okeron, 12. April 1950. Drei Tote bei der Brutrevolte. Sir Robert Byng gab an, dass, wenn bei den Ermittlungen die Namen der Anstifter herauskommen, diese strengstens verfolgt werden. Wenn es sich dabei aber wirklich um einen spontanen Aufstand handelte, können wir nicht viel tun, außer Dutzende Leute einzusperren. Was wir aber nicht schaffen würden. Halluzinex. Die haben die richtigen Zutaten. Dann brauchen wir also gar keine Schmetterlinge vielleicht. I. Whoa. I, der hat neben das Ding... Und wir laufen da auch noch rein.
Berserkerstachel und so. Die haben die richtigen Sachen hier. Ach so, ist er denn tot? Der ist nicht tot, oder? Der schläft nur hier. Bewusstlos, ja. Ach, du magst das doch. Das ist größer hier drin, als ich dachte. Oh. It's happening. Don't question it. Fortschrittliche Maschinenteile und Berserkerbomben. You'd enjoy it if you just relax. Es würde dir gefallen, hat sie gesagt, wenn du dich entspannen würdest. Oh. You're not the bloody help, are you? His heels are killing me. Da ist auch noch einer. This is our little secret. Castle, and it's not your bleeding castle. These boots are a bit tight. Wie viele haben wir denn noch von diesen Spitzen? Die brauchen wir alle auf hier scheinbar. Aber ich glaube, dann können wir die auch selber herstellen. Come back.
enjoy it. It's your fault for leading me on. Sauerei hier einfach rumschmieren, wa? Better chuck something in case I need to run. Cool, so viele halluzinogene Pilze. Was war das? Meerrettichsaft? Nein, sowas gibt's doch gar nicht. Was sollte denn das sein? Ich hab's nicht gelesen gerade. Irgendwas stand da. Sind etwas langsam, oder? Oh, Grabungsstelle entdeckt. Entwurf Sanitol. Ich sehe schon. Wir sind etwas zu schwer, ja, bepackt. Und so eine Axt brauchen wir doch eigentlich nie. Wir können ja mehr tragen, als Arthur je tragen konnte, ich glaube, oder? Konnte der 180 tragen zum Schluss? Na, als Arthur haben wir auch nicht alle Kleidungsverbesserungen benutzt. Alle Taschen haben wir nicht benutzt. Taschenerweiterungssatz nochmal. Und noch eine Grabungsstelle. Kämpfer! Ja, damit sind wir dann auch am Ende der Folge. Wir haben... Was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Ein Haus ohne Namen haben wir erkundet. Ja, so etwas in der Art hier. Naja, gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.